Was wäre mit Tom Riddle passiert, wenn seine Mutter wirklich überlebt hätte? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über eine interessante Frage im Harry Potter-Universum sprechen. Es geht um Tom Riddle und seine Mutter. Hätte sich die Geschichte verändert, wenn Tom Riddles Mutter nicht gestorben wäre? Und wenn ja, wie wäre es dann geworden? Wäre Tom alias Lord Voldemort trotzdem so böse und brutal geworden, wie er es letztendlich wurde? In der Welt von Harry Potter sind Entscheidungen und Handlungen oft von großer Bedeutung und haben oft weitreichende Konsequenzen. Beispielsweise hat der Tod von Harry Potters Eltern dazu geführt, dass er als Waise bei den Dursleys aufwachsen musste und sich schließlich als wichtiger Teil des Kampfes gegen Lord Voldemort herausstellte. Wenn Lily und James Potter nicht gestorben wären, hätte es wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte gegeben. In ähnlicher Weise können Entscheidungen und Handlungen von Tom Riddle und seiner Mutter Marrow Piggott dramatische Auswirkungen auf ihre Zukunft gehabt haben. Die Frage ist, hätte Tom sich nicht zum Bösen entwickelt, wenn seine Kindheit glücklich gewesen wäre? Wir werden uns auch mit der Frage beschäftigen, ob Toms Talent allein auf dem Hass gegenüber seinem Muggelvater basierte oder ob er auch ohne diesen Hass ein außergewöhnlicher Zauberer geworden wäre. Beginnen wir zuallererst mit Tom Riddles Mutter. Tom Riddles Mutter spielte eine wichtige Rolle in seinem Leben. Wie wir alle wissen, wurde sie von seinem Vater verlassen, als sie schwanger war und starb später, als Tom noch sehr jung war. Die Bedeutung von Müttern in der Entwicklung von Kindern kann nicht genug betont werden. Der Verlust von Toms Mutter hat ihn auf jeden Fall beeinflusst und möglicherweise zu seiner Suche nach Macht und Kontrolle beigetragen. Merope hatte ein unglückliches Leben und litt unter dem Missbrauch und der Unterdrückung durch ihre Familie. Sie verliebte sich in den Muggel Tom Riddle Senior und vergiftete ihn mit einem Liebestrank, um ihn dazu zu bringen, sie zu heiraten. Nach der Geburt ihres Sohnes Tom Riddle Junior verließ ihr Mann sie jedoch und sie starb kurz darauf, als ihr Sohn noch ein Baby war. Es wird angedeutet, dass Merope an gebrochenem Herzen und Erschöpfung gestorben ist, nachdem sie aufgehört hatte, den Liebestrank zu verwenden, der ihre Beziehung zu Tom Riddle Senior aufrechterhalten hatte. Sie wurde allein und unglücklich vor den Türen eines Waisenhauses gefunden und starb kurz darauf im Krankenhaus, ohne je zu erfahren, dass ihr Sohn zu einem der berüchtigsten Zauberer aller Zeiten wurde. In der Harry Potter-Serie wird Merope Gaunt oft als tragische Figur dargestellt, die unter ihrer Familie und der Gesellschaft gelitten hat und sich nach Liebe und Freiheit sehnte. Die Frage, ob Toms Talent allein auf seinem Hass gegenüber seinem Muggelvater basierte oder ob er auch ohne diesen Hass ein außergewöhnlicher Zauberer geworden wäre, ist sehr interessant. Hass kann eine treibende Kraft für Erfolg sein, aber es gibt auch andere Faktoren, die sehr wichtig sind. Ein Beispiel dafür ist Harry Potter, der auch eine schwere Kindheit hatte, aber sich entschied, eine positive Einstellung zu bewahren. In der Harry Potter-Serie wird immer wieder betont, dass Tom Riddle Jr. von Natur aus ein sehr begabter Zauberer war. Schon als Kind zeigte er Anzeichen einer außergewöhnlichen magischen Begabung und es wurde deutlich, dass er ein Talent für die dunklen Künste hatte. Es ist jedoch auch bekannt, dass Tom Riddle Jr. von seinem Muggelvater Tom Riddle Senior abgelehnt und von ihm enttäuscht war. Diese Ablehnung und Enttäuschung löste in Tom Riddle Jr. einen tiefen Hass gegenüber Muggeln aus, der ihn dazu trieb, seine magischen Fähigkeiten zu nutzen, um sich über sie zu erheben und ihnen zu schaden. Es ist daher möglich, dass Toms Hass gegenüber Muggeln ein zusätzlicher Ansporn war, der ihm half, seine Kräfte zu entwickeln und zu verfeinern. Durch seinen Hass konnte er eine starke Motivation finden, seine Fähigkeiten zu verbessern und seine Ziele zu erreichen. Allerdings ist es schwer zu sagen, ob Tom Riddle Jr. auch ohne seinen Hass auf Muggel zu einem außergewöhnlichen Zauberer geworden wäre. Es ist jedoch bekannt, dass er ein ehrgeiziger und unnachgiebiger Charakter war, der immer danach strebte, seine Fähigkeiten zu verbessern und zu verfeinern. Es ist daher ziemlich wahrscheinlich, dass er auch ohne den Hass auf Muggel ein sehr mächtiger Zauberer geworden wäre, wenn auch vielleicht nicht so schnell oder so effektiv wie mit diesem Ansporn. Insgesamt ist es schwierig zu sagen, welchen Anteil Toms Hass auf seine außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten hatte. Aber es ist klar, dass seine Begabung und seine Ambition ihn zu einem der mächtigsten und gefährlichsten Zauberer in der Geschichte der Magie gemacht haben. Nun aber jetzt lasst uns mal gucken, was passiert wäre, wenn Toms Mutter nicht gestorben wäre. Hätte er sich trotzdem auf seinen Weg zu Lord Voldemort begeben oder wäre er stattdessen ein angesehener Zauberer geworden, vielleicht auf der guten Seite? Einige denken, dass er trotzdem den dunklen Weg gewählt hätte, da er bereits in Hogwarts begann, dunkle Magie zu praktizieren.
Andere denken, dass er ohne den Hass und den Schmerz, den er durchgemacht hat, ein anderes Leben hätte führen können. Er hätte vielleicht seine Talente genutzt, um anderen zu helfen und eine positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Es ist ziemlich schwer zu sagen, was mit Tom Riddle passiert wäre, wenn seine Mutter nicht gestorben wäre, da seine familiären Umstände seine Persönlichkeit und sein Verhalten stark geprägt haben. Als Waise wurde Tom Riddle in einem Muggelwaisenhaus aufgezogen, was seinen Mangel an emotionaler Verbundenheit verstärkte. Sein einziges Interesse galt der Macht und der Kontrolle über andere, was schließlich zu seiner Verwandlung zum dunklen Zauberer Lord Voldemort führte. Es ist aber durchaus möglich, dass wenn Tom Riddles Mutter überlebt hätte, er in einer liebevolleren Umgebung aufgewachsen wäre und möglicherweise nicht die tiefen emotionalen Wunden erlitten hätte, die ihn zu so einem manipulativen und grausamen Charakter gemacht haben. Es ist jedoch auch möglich, dass seine Veranlagung für Macht und Kontrolle aufgrund seiner familiären Abstammung und seiner eigenen Persönlichkeitsmerkmale in jedem Fall zu ähnlichen Ergebnissen geführt hätten. Insgesamt gibt es viele interessante Überlegungen darüber, wie sich die Geschichte von Harry Potter verändert hätte, wenn Toms Mutter nicht gestorben wäre. Während es keine definitive Antwort gibt, können wir uns aber sicher sein, dass Toms Leben und seine Entscheidungen aufgrund seiner Erfahrungen geprägt wurden. Es ist möglich, dass Merope Tom dazu ermutigt hätte, seine Zauberkräfte zu nutzen und seine Talente zu entwickeln, ohne ihn in den Einfluss von Dunkelheit und Zerstörung zu bringen. Vielleicht hätte sie ihm auch beigebracht, Mitgefühl und Liebe zu empfinden und ihm eine stabilere, emotionalere Grundlage gegeben, auf der er aufbauen hätte können. Wenn Tom Riddle eine liebevolle und unterstützende Mutter gehabt hätte, könnte er sich in eine andere Richtung bewegt und entwickelt haben. Weg von der Dunkelheit und hin zu einem erfüllenden Leben als angesehener Zauberer. Er hätte seine Fähigkeiten nutzen und seine Karriere in der magischen Gemeinschaft vorantreiben können. Allerdings gibt es auch eine Möglichkeit, dass Tom Riddle trotz einer liebevollen Mutter aufgrund seiner familiären Abstammung und seiner eigenen Persönlichkeitsmerkmale zu dunklen Machenschaften neigte. Immerhin war er auch der Erbe von Salazar Slytherin. Es ist auch möglich, dass seine Mutter selbst Probleme hatte, die sich auf ihre Beziehung zu ihrem Sohn ausgewirkt hätten. Abschließend kann man sagen, dass man nicht weiß, wie die Geschichte verlaufen wäre. Aber ich kann für mich sagen, dass ich glaube, dass Tom im Grunde genommen gut gewesen wäre, wenn er eine Mutter gehabt hätte. Aber er hätte bestimmt trotzdem eine leichte Neigung zu den dunklen Künsten gehabt. Aber was denkst du darüber? Lass es mich gerne in den Kommentaren unter dem Video wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.